Ich schmeiß keinen aus dem Orchester raus. Alle können mitmachen. Auch die Leute, die erstmal nur einen Ton spielen können, die können auch mitmachen. Hier kommen Schüler an die Schule, die können ihr Instrument noch gar nicht so gut spielen. Die meisten, die lernen das hier in der 7. Klasse. Wir haben den Instrumentalunterricht und der Instrumentalunterricht, der hier in Gruppen erteilt wird, läuft innerhalb des Ganztagsbetriebes. Eins, zwei, drei, vier. Oh, schön. So. Und das ist der entscheidende Moment, wo sich dann die AGs auch herausbilden können, so wie beispielsweise die Orchester AG, Chor AG und alle anderen zig AGs, die wir im Musikbereich haben. Und das ist alles eine gemeinsame Sache. Und die Impulse kommen immer gegenseitig. Jeder bringt irgendwas mit. Wichtigstes Ziel meiner Arbeit ist, dass die Kinder so schnell wie möglich selbstständig werden. Selber etwas gestalten können, ihr Leben gestalten können, Musik gestalten können, was weiß ich. Und das bedarf einer entscheidenden Fähigkeit, die Kunst des Improvisierens. Denn ich muss mich in einer ziemlich komplizierten Welt zurechtfinden und sofort immer neue Wege finden können, wenn sie notwendig werden. Musik wollte ich zuerst nicht zu meinem Beruf machen, weil ich das nicht ausreizen wollte. Ich hatte eine Klavierlehrerin, die mir immer gesagt hat, sei vorsichtig, wenn du Musik studierst. Irgendwann überhörst du das alles und es kann auch in eine andere Richtung gehen. Und dann hat man vielleicht gar keine Lust mehr, irgendetwas zu hören oder mit Musik zu tun zu haben neben dem Beruf. Und bisher habe ich nach fast 20 Jahren Berufsleben damit überhaupt gar kein Problem. Viele kommen mit sehr festen Ansichten über das Musikmachen. Also man muss ja eine Melodie, ein Instrument spielen können. Man muss das und das greifen und tun können. Ansonsten geht gar nichts. Das sehe ich anders. Man kann auch mit fast nichts ganz viel machen.